Ach so. Ah, ich habe schon wieder vergessen. Ich muss da jetzt den Muskelbob mitnehmen und dann. Sag mal, die Musik nervt aber ein bisschen. Das ist aber eigentlich nicht normale Musik, oder? Das ist eigentlich immer die Musik, wenn man irgendwas töten muss. Irgendwelche Gegner oder wenn man Zeitdruck hat. Aber nicht die normale Mucke. Eigentlich. Zack. Brauche ich hier noch für was? Ja, hierfür so. Ah, hier gibt es drei. Das heißt, da oben ist auch noch irgendwas. Okay. Okay. Ich weiß, da habe ich schon noch was gesehen. Brauche ich das? Muss ich das wegmachen? Ja, offensichtlich. Okay. Okay. So, dann passt das jetzt. Ah, dann muss ich die drei alle wieder abballern. Das finde ich schon ein bisschen unnötig, dass ich Level dann. Ich muss ja nicht komplett neu machen, aber zumindest solche Abschnitte muss ich dann immer nochmal machen. Natürlich die, die extra lang dauern. Keine Ahnung, warum man das genauso eingestellt hat. Ist mir auch relativ egal. Ist halt so. Eigentlich hier diese Szene, die ich übersprungen habe. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich denke mal, das ist jetzt nichts Spektakuläres. Deswegen werde ich es auch diesmal wieder wegdrücken. So. Boah, ich bin schon relativ müde, ey. Aber es ist jetzt gerade mal, ja, 7:15 am Samstag, dem 7.9.2011, 2011. In welchem Jahr lebe ich? 2013. Ja, und gleich kommt noch Schlag den Raab, freue ich mich drauf. Kam jetzt ja lange nicht. Ich glaube, die letzte Ausgabe war im März oder April. Schon lange her. Und auf Raab freue ich mich immer ganz besonders. Egal ob Schlag den Raab oder TV Total oder was weiß ich, Turmspringen. Habe ich jetzt zwar nicht geguckt, aber egal. Ich mag alles von denen. So. Okay, absolute Mehrheit vielleicht nicht unbedingt. Ich mag zwar Politox, aber für mich hat Stefan Raab in Politox nicht unbedingt was verloren. Weil ich finde, dass er da nicht so kompetent mitreden kann wie andere Personen, die allerdings auch nicht immer kompetent sein müssen, wenn sie zum Beispiel von der CDU sind oder so. Angela Merkel. Nein, das soll jetzt keine Hetzjagd gegen eine bestimmte Partei werden. Ich mag Politik allgemein nicht so wirklich. Weil alles verlogen ist insofern. So, jetzt muss ich den Typen töten. Tot! Bist jetzt, komm, jetzt bist du tot! Nein, ich bin tot! Schön! Wo fange ich an? Och, ihr seid doch scheiße! Ihr seid doch scheiße! Boah, ey, das zackt gerade so richtig, ne? Boah, ihr seid doch echt scheiße. Wieso? Mal ganz ehrlich. Das ist nicht lustig, das ist einfach nicht spannend, das ist nichts. Einfach nur scheiße, langweilig. Ja, ihr habt euch selber Drehwurm verpasst. Ist mir scheißegal, ihr sollt nur sterben. Sterb doch mal weg, du Honk! Mensch! Boah, SpongeBob. Du nervst mich gerade so, ne? Vor allem mit deiner Scheißkamera. Boah, fick dich, Junge! Weg mit dir, du Wichser! Du, den anderen Freund, da kannst du direkt mitnehmen. Ja, verpiss dich, du Penner! Mann! Hau ab! Stirb weg! Geht doch! Mann! Ja, die Sequenz habe ich jetzt schon zum dritten Mal gesehen. Reicht's nicht langsam? Boah, ey. Wie mich die Kacke aufregt, ey. Das ist so überflüssig. Weißt du, gerade bei so einer kurzen Stelle, da baut man unbedingt direkt einen Teleporter ein. Aber nein, wenn es hier wieder ein bisschen unnötiger und vor allem, wenn man dafür länger braucht, dann muss man natürlich sofort da wieder den Teleporter weglassen, weil ich meine, ach nee, das wäre viel zu leicht. Der Spieler sollte das Spiel nochmal quasi ein zweites Mal durchspielen, um 100% zu bekommen. Das ist so asozial. Einfach scheiße. Was bringt das denn? So. Ja, super. Und der letzte Scheißschalter. So. Nehmen die scheiß Nuggets damit. Es fängt an zu regnen. Boah, das ist mir gerade scheißegal. Oder nee. Momentchen, Momentchen. Ich muss mal kurz weg. So, jetzt bin ich wieder da. Wenn ihr das mitbekommen habt, habe ich es vergessen rauszuschneiden. Wenn nicht, dann habe ich es herausgeschnitten. Ich hatte nur noch gerade die Klimaanlage drin und das Ding habe ich abgeschossen, okay. Und es hat angefangen zu regnen und ich muss mal kurz mein Mikrofon wieder richten, so jetzt ist okay. Ja, wenn es regnet, wird halt die ganze Deckenzeugs und so nass, was da obligatorischerweise drin ist, damit die Luft, die warme Luft, die da draußen geblasen wird, nicht wieder reinkommt. Jo.
Und da die Decken nicht nass werden sollen, muss ich die gerade mal reinholen. Okay. Weg mit dir. So. Und hier ist eine Teleporterbox. Okay. Dann bin ich jetzt direkt hier. So, ich hoffe, man hört den Regen jetzt nicht. Moment. So. Wenn ihr jetzt Stille gehört habt, dann habt ihr den Regen nicht gehört. Sonst hört ihr sehr wahrscheinlich ein Plätschern im Hintergrund. Was einfach mal der Regen ist, der auf mein Fenster hinunterprasselt. Ja, da kann ich jetzt leider auch nichts dran ändern. Ich sitze hier auch sehr nah am Fenster. Ja, dann ist es halt so. Ja, ich bräuchte jetzt noch eine Itembox, ne? Guck mal gerade. Ein Gegenstand fehlt noch. Ich meine, ich habe noch eine Tiki-Herausforderung gesehen. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, wo die ist, aber eine habe ich noch gesehen. Hier war aber auch schon eine Itembox, deswegen glaube ich, dass hier noch eine ist. Aber halt noch eine Tiki-Herausforderung, vermute ich irgendwo. Boah, ey, ich verstehe mein eigenes Wort jetzt nicht mehr, ne? Und das Spiel erst recht nicht, wegen dem scheiß Regen. Boah, ey, das nervt mich aber mal richtig. Okay, ist hier vielleicht noch... Da ist schon wieder ein Leben oder so, ne? Wo muss ich denn überhaupt lang? Hier bin ich hergekommen, ne? Oder sagen wir, da wäre ich hergekommen. Ich bin eigentlich schon fast versucht, da nochmal runter zu jumpen und zu gucken, ob ich da irgendwie... Ob ich da irgendwie, Mann, SpongeBob, deine scheiß Kamera wieder. Dass ich da irgendwie noch eine Itembox finde. SpongeBob glitscht einfach mal durch. Fick dich doch, Junge. Ey, guck mal. Ich wollte auf den Bus springen und bin da einfach runtergerutscht. Natürlich. Wie schätzt du das denn? Boah, nee, ey, ich versuch das jetzt. Hier war jetzt auch kein Bus oder so. Komischerweise. Das heißt, ich kann da gleich einfach wieder rüberjumpen. Aber ich muss jetzt nochmal genauer wissen, ob da vielleicht noch irgendwo was ist. Oder vielleicht eine Tiki-Herausforderung oder sonst was. Okay, das sieht da nicht so aus. Okay. Es kann ja sein, dass hier irgendwo noch was ist. Oder vielleicht muss ich... Vielleicht ist da hinten... Oh, komm. Ich versuche das jetzt mal. Wenn ich die hier abschieße. Vielleicht ist hier noch eine Itembox oder so in einer von denen. Keine Ahnung. Boah, Leute. Ich glaube, ihr hört das extrem. Ich hoffe nicht. Ich hoffe inständig nicht. Aber wenn ihr das hört, ne, boah. Ich kann nichts dran ändern, leider. Das Einzige, was ich machen kann, ist die Aufnahme beenden. Aber ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen zocken. Mann, SpongeBob, du fette Sau. Pass da nicht durch, ey. So. Dann schieße ich die jetzt alle halt mal ab und guck, ob hier vielleicht eine Itembox ist oder so. Irgendwas Schönes für mich. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich stehen die einfach nur so aus Deko hier. Und ich bekomme dafür einfach mal rein gar nichts. Das ist natürlich auch die Möglichkeit. So, okay. Wenn ich meine Fernbedienung schüttel, kann ich definitiv den SpongeBob ausbringen. Okay. So wie ich es auch vermutet hatte. Soll ich das nochmal? Ach komm. Ich mach's einfach nochmal. Ich weiß halt nicht, wo diese eine Itembox ist. Und ich will mir jetzt nicht hier eine Itembox verpasst haben. Ich will jetzt wirklich alles holen, was ich hier holen kann. Sprich, die Itembox, das letzte Item und... Ja, das ist es ja dann. Dann habe ich alles. Weil ich habe keinen Bock, hier nochmal rein zu müssen. In das erste Level muss ich auch nochmal, weil da fehlt auch noch eine Itembox. Also, ihr wisst ja, was mit Itembox gemeint ist. Hier diese krosse Krabbe, dieses krosse Krabbe Happy Meal. Ja, hallo, SpongeBob. Spuck doch mal da drauf. Bitte. Mensch. So. Wie gesagt, das hier kommt mir immer noch so ein bisschen zu Respekt vor. Moment. Da kann ich hier drauf. Ach so. Ist hier vielleicht irgendwas drauf? Auch nicht. Okay. Oder hier. Jetzt bin ich ganz oben. Ah, toll. Bringt aber nichts. Toll. Hier vielleicht hinter. Nee, okay. Der Witz ist, der Witz ist schon weg. Von dem anderen, von der anderen Itembox. Ja, wie gesagt, dann springe ich jetzt mal da oben drauf. Da sehe ich auch noch ein Leben. Aber das habe ich gerade auch schon gehabt. Ich weiß ja auch nicht, wo die andere Tiki-Herausforderung war. Komme ich da irgendwie hin? Kann ich da mal hin? Ich versuche da mal hinzuspringen. Nee, okay. Aber ich kann es nur mit dem Helikopter versuchen. Hier mit dem... Moment. So. Das kann vielleicht noch klappen. Glaube ich zwar nicht, aber kann klappen. Da könnte ich mir nämlich auch wieder sowas Böses vorstellen, dass dahinter irgendwas ist.
Na, komm, ey, ich will das schaffen. Wahrscheinlich kann man das nicht schaffen, aber ich versuche es jetzt noch einmal und wenn es dann nicht geht, dann kann man es echt nicht schaffen. Das sieht eigentlich so aus, als könnte ich das schaffen. SpongeBob, du dumme Sau. Das wollte ich doch nicht, Mensch. Ah, Kacke. Komme ich da nicht so drauf? Nee, natürlich nicht. Aber ich kann theoretisch auf die und dann auf... Ja. Genauso. Oh, Moment, jetzt muss ich hier drauf und dann... So, Mensch. Und jetzt ist hier nichts. Das war eigentlich klar. Aber jetzt habe ich zumindest die Gewissheit, dass hier nichts ist. Okay, schön. Dann gehe ich halt weiter. Zack, so. Halt die Schnauze, SpongeBob. Nervt mich nicht. So, weg mit dir. Wieso ist da einfach nur so eine... Kann ich hier rauf? Nein. Einfach mal gar nichts. Okay. Ach, hier ist das gleiche Schild nochmal in groß. Aber ich verstehe trotzdem die Schilder nicht da. Na, okay. Habe ich gerade auch gar nicht bemerkt. Ich weiß ja auch noch immer nicht, was dir das mit Thaddäus da bringt. Ich nehme die Medaille jetzt einfach nochmal mit und kann damit bestimmt die Gegner leichter töten. Ja, ich kann die vielleicht zerstören. Das ist schön. Das ist gut. Er spart mir nämlich eine Menge Arbeit mit SpongeBob. Boah, ey, dieser Regen, ey, der soll sich verpissen. Allgemein ist Regen jetzt nicht so schlimm, aber wenn er gerade auf mein Fenster passt, wenn ich aufnehmen will und mich einfach nur übelst mit seinem Lärm nervt, dann ist es nicht gut. Dann hasse ich den Regen. Mann, wo ist die letzte Tiki-Box-Dingens? Es gibt da jetzt eigentlich nur noch eine Möglichkeit da hinten, oder? Scheiße. Ah, dann muss ich hier halt nochmal hin später, wenn ich die jetzt nicht finde. Scheiße. Das will ich aber nicht. Hier war die andere Itembox übrigens. So, Porten. Das heißt, muss ich wieder über diese ganzen Sachen drüber, ne? Oder bin ich jetzt... Ach so. Oh. Ich habe mich zurückgeportet. Da war die Portbox. Interessant. Ich bin nur so blöd, ey. Aber, obwohl, nee, das geht eigentlich. Ich kann mich jetzt trotzdem hier... Ja, das ist interessant. Boah, mein Auge gerade. Juckt wohl. Das ist interessant, dass man trotzdem, obwohl man die Gegner hier noch hat, schon weiter kann. Normalerweise ist ja immer der Käfig drum, habt ihr gerade auch gesehen. Da war, glaube ich, ein Käfig drum, hoffe ich mal. So, Tiki. Zerstöre 10 fliegende Holländer-Tikis in 30 Sekunden, okay. So, dafür bekomme ich dann bestimmt das dritte Item. Aber wo die Box ist, weiß ich immer noch nicht. Wie zerstört man die denn am besten? Kacke. Ich glaube, es ist am leichtesten, wenn man das so macht. Mann, ich bin so ungeschickt. Mann! Ja, wie genau soll ich das denn machen? Oder kann ich einfach... Boah, Scheißregen! Halt die Fresse! Du nervst mich jetzt gerade am meisten. Boah! Kacke! Ha! Aber es bringt mir auch nichts, da drauf zu springen, oder? Oder zerstöre ich die dadurch? Nee. Macht keinen Sinn. Boah, SpongeBob! Du Wichskuh! Mann, spring doch einfach... Er will nicht! Mann! Ich bin gerade so aggressiv. Ich weiß nicht warum. Es fuckt mich ab. Es fuckt mich wirklich ab. Was soll die Scheiße? Ganz ehrlich, boah. Ey, das ist so scheiße, diese Quest. Das ist so scheiße. Ich meine, die sind ja auch so weit weg irgendwie. Das heißt, ich muss da ja irgendwie genau an den Rand. Aber genau an den Rand zu kommen, ist meistens scheiße. Weil die Steuerung so scheiße ungenau ist. Ja, okay, dann mach ich das immer so. Ich weiß nicht, ob das so besser ist oder keine Ahnung. So, die kann ich so klatschen eigentlich. Aber gerade auch nicht. Ja, Wichser! Was soll ich denn machen, du Arsch? Mensch! Ja, was soll ich denn machen? Und jetzt? Ja, toll. Nochmal, super. Ja, was soll ich denn bei den kleinen Statuen da machen, bitte? Ach so. Jetzt geht's auf einmal durch, ich glaube auch. Okay, dann muss ich halt ein bisschen warten. Warte auch immer.
Halt die Fresse, SpongeBob. Halt einfach deine scheiß Fresse. Halt dein scheiß Maul. Und wenn ich das Level geschafft habe, höre ich auch, glaube ich, schon wieder auf. Da oben sehe ich ein Leben. Oder ist das eine Itembox? Ich hätte mal, es ist ein Leben, aber die Itembox wäre besser. Ja, ich bin der, keine Ahnung. So, jetzt gib mir irgendwas. Sehr schön. Schnellies Tragekorb, ja, toll. So, jetzt habe ich alle Items, aber mir fehlt trotzdem noch diese scheiß Itembox. Und ich frag mich, wo die ist. Oh, fies, ey. Nervt mich nicht. Was war da? Das ist ein Leben, okay. Aber das hat ja gerade schon gesehen. Ach ja, SpongeBob, halt deine scheiß Jammerfresse. Ja, du bist der Schwamm, logischerweise. Du bist der Bau. Aber ein Item sehe ich leider trotzdem. Und das ist das, was ich jetzt noch so dringend brauche. Scheiß, wo ist diese scheiß Itembox? Ich muss gar nichts, du Spacko. Mensch, wo ist diese scheiß Box? Wo ist diese scheiß Box? Moment. SpongeBob, dreh deine scheiß Kamera. Nee, da ist nichts, okay. Ah, Mist. Wo ist dieses scheiß Teil? Da muss doch noch irgendwo sein. Kannst du mir nicht erzählen, ey. Ich habe das Level jetzt eigentlich fast nochmal komplett gemacht. Und wahrscheinlich war es genau in den Dingern, an den Stellen, wo ich mich geportet habe. Das fände ich aber richtig scheiße. Ich meine, die Porter bringen mir zwar ein bisschen Zeit, ich spare mir dadurch Zeit, aber mehr dann auch nicht. Ist doch für den Arsch. Achso, die Bänke kann ich auch zerstören, genau. Wahrscheinlich war unter irgendeiner Bank so ein Item-Scheiß. Ist doch ein absoluter Bullshit. Ganz ehrlich, dann darf ich das nochmal machen. Das ist doch nervig. Das ist so nervig, ne? Es hat nur 10 Level, ja. Okay. Aber lieber 10 Level, als immer wieder so eine Scheiße machen zu müssen. Ja, boah. Also lieber mehr als 10 Level, als so eine Scheiße machen zu müssen. Boah, ist das ein Kotzen. Ja. Ach so, das sind die Dinger, die sich drehen. Lustig. So. Hä? Schnauze, SpongeBob! Mensch! Ey, ich hab das Ding noch abgeschossen. Ich hab das Scheißteil abgeschossen. Ja, jetzt reagierst du natürlich. Boah, wie mich das gerade aufregen, das ist unglaublich. Mann! SpongeBob, du bist so ein Arsch, ne? Boah. Ja. Mann, du Nutte! Mensch! Ja. Absolute vulgäre Sprache in einem Kinderspiel. Boah, aber das ist so nervig. Wo verdammt nochmal ist diese scheiß Itembox? Moment, was ist da oben drauf? Einfach gar nichts, oder? Aber das sah mir gerade so aus, als wäre da was drauf. Wenn ich aber zurückgucke, sehe ich auch nirgendwo eine Itembox. Komm, du Arsch, gib mir eine Itembox. Penner. Mensch. Das ist so scheiße. Ich meine, wo soll die denn sein? Ne? Wo soll die sein? Das war auch eine Scheiße. Kann ich mit dem Bus noch irgendwo anders hin? Kann ich da hinten hin? Nach YOLO. Kann ich da vielleicht mit einem Extended Sprung hier hin? Mit so einem. So was, genau, okay. Nee, da darf ich nicht hin. Dann halt nicht. Boah, ist das zum Kotzen. Wo soll ich denn jetzt diese scheiß Itembox herkriegen? Och Mensch. Das fuckt mich jetzt richtig ab. Das ist genauso wie im ersten Level. Boah. Haben wir einfach keinen Bock mehr weiterzumachen. Wie heißt die geheimnisvolle Behausung? Bla, Heldenhöhle. Boah. Wie mich das abfuckt. Ich weiß nicht, ich nehme glaub ich gar nicht mal eine Stunde auf oder so. Ich nehme jetzt wirklich nur seit kurzer Zeit auf und hab schon jetzt keinen Bock mehr. Weil mich das einfach unglaublich abfuckt, das Spiel. So, ich kann mir jetzt ganz viele lustige Sachen kaufen, so. Nee, ganz ehrlich, ich höre jetzt wieder auf, boah. Also irgendwie macht mir das Spiel jetzt keinen Spaß. Keine Ahnung. Ich finde gerade nur, es fuckt einfach nur ab, dass ich da immer wieder in die Level muss und... Ich meine, wofür? Ist einfach unnötig. Ich habe noch keins zu 100% absolviert. Das ist einfach scheiße, finde ich. Wir sind schon okay.
Ja, das Spiel speichert, glaube ich, automatisch, ne? Ich hatte nämlich beim letzten Mal auch Probleme zu speichern, weil ich nicht wusste, wie man speichert. Nö, ja, dann sag ich einfach mal, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bei mir ging's so. Ich meine, es ist, ja, es ist ein solides Spiel, aber mehr auch nicht, ne? Und ja, ich meine, diese Zwischenrufe. Ja, ich bin jetzt auch wirklich abgefuckt. Ich war heute Morgen schon abgefuckt. Mittags ging's dann, weil Formel 1 und Hülkenberg war auf dem dritten Platz, aber sonst hat mich das einfach derbe abgefuckt, der Tag heute. Und auch, das Spiel fuckt mich gerade richtig ab. Ich habe eigentlich nur was an dem auszusetzen. Keine Ahnung. Es macht einfach gerade keinen Spaß und deswegen höre ich jetzt auch auf. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal trotzdem wieder dabei und ich hoffe, dass es dann auch ein bisschen produktiver und wahrscheinlich auch hoffentlich länger wird. Ja. Ich meine, so lange wird unser Spiel sowieso nicht mehr beschäftigen, schätze ich mal. Wir haben es gerade mal zwei Level geschafft, wobei eins ein Bosskampf war. Aber nee, ich habe da einfach keinen Bock gerade drauf. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschö.